Und damit willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmesession. Das wird wahrscheinlich so, das wird wahrscheinlich meine letzte Folge erstmal sein, die ich aufnehmen werde in dieser Session so ein bisschen. Mal gucken, das wird dann wahrscheinlich weitergehen demnächst. Und ja, wir sind immer noch dabei, die Knüppel herzustellen. Ich bin immer noch 6 Stück. Und mit diesen Knüppeln, da gehen wir dann mal ein bisschen was verkaufen. Mami kann wieder laufen, die kann sich auch ihre Schrotflinte wieder schnappen. Weil die braucht sie nämlich auch. Und wir haben einen Menschenjagd, das Rudel. Von Ratten. Oh Gott, sind das viele. Leute. Alle mal bitte sammeln. Tötet sie, bevor sie herankommt. Oh Gott, sind das viele. Ratten voran. Ratten voran. Hat er nicht einen Kämpfer? Was ist das? Ja, das war's. Sehr schön, Leute. Habt ihr gut gemacht. Und die Ratten gibt es zum Abendessen. So. Unserem Brario geht's gut. Er hat bloß ein bisschen Rückenschmerzen. Ich frage mich, kann man dem eigentlich so eine Wirbelsäule implantieren? Also ich fände das schon irgendwie so ein bisschen lustig, aber... Ja, das ist so eine große Wirbelsäule einfach so. Da frage ich mich, wer trägt die dann und wer setzt die ein und wie setzt man die ein? Einen Augenblick bitte, ich habe gerade einen Frosch im Hals. So, wieder da. Das ist wirklich so die Frage, die mich so stellt. Oder nimmt man da einfach einen Kran oder einen Gabelstapler und tue die dort rein und ich habe keine Ahnung. Irgendwie wird man sowas schon auf die Reihe kriegen. So. Was hat denn unser Knüppelvorrat? Immer noch 15 Stück. Connor, was machst du gerade? Essen. Nee, Essen ist nicht. Jetzt ist erstmal ja Knüppel herstellen. Weil die Knüppel sind wichtig. Wir wollen ja jemanden mit einer Minigun ausstatten. Schrägstrich-Schutzhose, je nachdem wie man das sieht. Aber wir könnten auch eigentlich hier unten gucken, wie weit da hier unten ist mit dem... mit der Aufgabe hier. Ja, noch 4 Stück. Dann haben wir's. Das nötige Holz dazu haben wir auch. Das ist sehr schön. Dann machen wir eine Karawane von 2 Leuten und die sollen das Zeug dann erstmal da runter schaffen. Also ist so mein Plan. Und warum hatte ich dich abgerissen? Du warst mit irgendjemandem in einer Beziehung. Ich lebte Mitsuya. Mitsuya, okay. Und Mitsuya schläft wo? Da. Okay, also ich wollte Mitsuya bei dir einziehen lassen. Okay, weiß ich Bescheid. Komm, stellt bei der Knüppel her. Das ist halt nun mal so ein knüppelharter Kerl. Du wirst mal fix das Bett hier abreißen, damit ich die zwei zusammenlegen kann. Bitte auf mindestens normal. Und Konstantin, du kannst es auch gleich mal fertig bauen. Knüppel hergestellt ist fertig. Sehr schön. Kurzer Check. 21. Sehr schön. Wir brauchen eine Karawane. Mit unserem Brario. Was kann der eigentlich? Ein Holzfresser. Okay. Sichtbarkeit 112%. Ja gut, das ist immer auch irgendwo klar. Ach, der kann gar nichts tragen. Das heißt... Ja, den werden wir schlachten. Das wird so lebendes Nahrungsmittel. Ding. Hier mal dich mit und noch einen Nahkämpfer und noch einen mit der Schrotflinte. Und er nimmt mal mit diese ganzen Knüppel, die wir jetzt hergestellt haben. Geht ab hier los. 1. Ne, die Hose braucht er mal nicht mitzunehmen. Der Dakota Raptor 119 Kilo. Junge, Junge, Junge. 1,6. Ja, das passt. So, wähle Route. Einmal nach hier unten.
Reisezeit 2 Tage und ihr könnt loslegen. Oh, wir haben das Essen vergessen. Ja, gut. Die pflücken sich schon ein paar Bären unterwegs. Bei minus 2 Grad. Oh Gott, ich hoffe, die kriegen das hin. Hier ist Konstantin wieder mitgeschickt, jawohl. Dann soll Lupa das mal machen. Boah, Connor hat eine Fressattacke. Ich hoffe, er wird jetzt, ja, zieht das Thema Karawane, aber ich hoffe, er kann noch mit. Aber dass er hier nichts tragen kann, ist irgendwie ein bisschen schade. Aber wenn es jetzt wirklich die nächsten Tage so ein bisschen kälter werden sollte, werde ich ihn einfach schlachten. Dann wird es unser, ja, Nahrungsdepot fürs für den Winter. Alphas Rumho. Ganz machen, das könnte man auch wunderschön jagen. Eine Besuchergruppe. Und Schmieden abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier die sterilen Fliesen, glaube ich, legen. Oder? Nein? Oh Mann. Wo kriege ich denn die sterile Materialien? Ach da. Okay. Machen wir das dann als nächstes. Halt, erstmal das. Dann das. Und dann könnte man ja mal so ein bisschen. Wollte ich gerade? Mal in Richtung Medizin gehen. Medizin habe ich dann genau gesehen. Achso, da brauche ich erst der Grundlagen Mikroelektronik. Dann machen wir bitte die Mechanik dann als nächstes. Drückter Elch. Okay. An der Karawane. Der Rest kommt mir bitte her. Bitte den Elch bitte. Sehr schön. Vielen Dank. So, Mami, hast du irgendwas? Irgendwelche schweren Verletzungen? Nee. Du hast Bruch und Prellung. Das geht. Wo ist ein Bruch, der eigentlich eine schwere Verletzung ist? Ah ja, wie man es nimmt. Gut, damit erfriert gerade unser ganzes Essen. Und ja. Aufgabe versteckte Gegenstände. Na, noch hat sich pro Persona. Hm. Da oben. Nee, das mache ich nicht. Das lohnt sich nicht. Also, zumindest glauben, dass es sich nicht lohnt. Wenn das was anderes der Fall ist, sagt mir Bescheid. Und wir haben jetzt minus 11 Grad. Ich würde sagen, du wirst geschlachtet, mein Freund. Du, ich gebe es jetzt zum Abendessen. Tierpflege übernimmt Konstantin, das ist natürlich gerade nicht da. Und Connor ist auch gerade nicht da. Gut, dann übernimmt es mal kurz Zip. Zip. Oh, Entschuldigung. Ich überkam mich gerade so ein spontaner Hustenreiz. Ja, als Brachiosaurus ist leider gestorben. Aber. Ja, gut. Das heißt, er wird jetzt gekocht. Kannst du ihn vielleicht tragen? Das wäre mal ganz praktisch. Und dann würde ich dir mal die Tierpflege wieder wegmachen. Weil du brauchst ihn unbedingt. Du solltest ihn bloß schlachten. Ich glaube, Drogo sollte jetzt gleich anfangen. Jawohl, das Riesenvieh und einmal schlachten bitte. Das gibt es genug Essen für den ganzen Winter. So, hier oben. Schlechtes Holzbett. Ja, ist jetzt egal. Was war das? Mitsuya und Mason. Mitsuya. Bitte legt dich mit hinein. Und ihr seid auf dem besten Weg darunter. Das finde ich sehr gut. Ja. Es läuft mittlerweile. Also so ein bisschen. Mal gucken, wann das hier oben so alles fertig wird. Weil sobald hier oben ein Tisch steht, werde ich den Rest hier unten abreißen. Und hier draußen eine kleine Werkstatt machen.
Also ist zumindest mein Plan. Ja. Wir haben jetzt auch wieder so ganz, ganz viel Leder da. Das ganze Leder. Das ganze Fleisch vor allem. Da kann man wirklich lange davon essen. Also ich glaube, wenn nicht irgendwas Blödes passiert, sollten wir das überleben. Ich glaube, ich reiß mal diese Heizungen ab. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr eigentlich wieder ein bisschen Nahrung? Stimmung, Ruhe, Nahrung. Nein, habt ihr nicht. Mami ist verwirrt. Die haben Trockenfutter gegessen. Okay. Ja, ich hoffe. Ich kann jetzt aber auch nicht so einfach hier hingehen und was kaufen. Das ist alles so ein bisschen blöd. Ja, ich hoffe, die überstehen das. Die sollen das eigentlich hinbekommen. Meinst du, wir da auch ein bisschen was gesammelt an Nahrung? Oder? Trivial, ja, das passt noch. Sind ja auch gleich da. Und dann können die sich vielleicht hier noch ein bisschen was mitnehmen. Unterwegs. Weil man weiß nicht, was da so auf der Map so alles rumliegt. So, ich habe mir überlegt, unter Umständen als Ziel für dieses Spiel eventuell mal dieses Raumschiff zu aktivieren, was da unten ist. Dann muss ich mir auch noch überlegen, weil da würde ich die vorher nochmal alle richtig ordentlich ausrüsten, genug Überlebensrationen machen, ein paar Tiere mitnehmen und dann ab hier runter. Beziehungsweise könnte man das auch mit Transportkapseln machen. Mal schauen. So, wir haben sind auf jeden Fall da. Und einmal das Handelsangebot erfüllen. Und da könnten wir auch gleich handeln. Und zwar würde ich da ganz gerne mal den Streitkolben einfach mal weglegen. Weil der hat jetzt noch ein bisschen was an Geld. Und die Schutzhose. Ja. Und würde einfach mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Zwei Rationen, das muss da reichen. Und noch ein Stück Schokolade mit. So, und ihr geht mal bitte hier hoch und betretet wieder. Und ihr solltet da jetzt auch freihofen. Wieder genug Nahrung haben. Ja, zumindest zwei von denen. Das passt. Inspirierte Kreativität Zip. Okay. Die haben die Karawane und will ich gerade den Würstchen die Minigun geben. Droge war sowieso so Pazifist. Ich glaube, ja. Wow. Ich glaube, er kriegt das einfach. Also, zwar hat eigentlich ein Upgrade und wir sind auch ein bisschen stärker dann in der Waffe. Auch wenn die Minigun. Ja, naja. Nicht ganz so pralle ist, gerade was das betrifft, gerade was das Thema Streuung betrifft. Aber hey, so trifft man wenigstens alles aus, das was man treffen will. Hat auch einen Vorteil. Irgendwo. Glaube ich zumindest. Ja, ja, diese Lernhelfer. Ich habe das Spiel halt eben auf neu installiert, deswegen. Ja, kommt so irgendwie zur Lernhelfer wieder. Wollen wir denn prinzipiell irgendwie ausschalten? Nein. Schade. Eine Hochzeit steht an. Sip und Bonnie. Sehr schön. In den kommenden Tagen oder Jahreszeit. Sehr schön. Ein Hochzeitsplatz könnte man ja wirklich aufstellen. Machen wir denn den? Den war ja, glaube ich, bei Diverses. Ja. Hier einen Hochzeitsplatz, bitte. Eine Funkanlage. Die stelle ich hier rein. Und dann, ja, gab es hier noch einen Multi-Analysator? Hier irgendwo? Oder musste man den erst erforschen? Den musste man, glaube ich, erforschen. Der kam hier hinten irgendwo. Herstellung.
Hier kommen die Bauteile, Tiefenbohrung. Ja, da kann man auf jeden Fall irgendwo hier hinten mit. Also, von daher. Wird das schon mal irgendwann mal werden. Medizinischer Notfall, wer denn? Connor, was ist mit ihm los? Körper. Extremer Nahrungsmangel. Jungs. Ich würde ganz gern mal zu euch kommen. Geht das irgendwie? Nein, geht natürlich nicht. Ihr seid in 2 Tagen da. Ich glaube, Connor. Oh Mensch, ich will Connor nicht verlieren. Das wäre ein bisschen suboptimal. Waren Minigun. Halt, warte mal. Kann man nicht irgendwie zuweisen, wer was ist? Okay, damit wird Connor tot, leider. Naja, dafür haben wir ein bisschen Zeug bekommen. Wir haben eine Karawane. Gut, das Problem ist an Connor, er war halt unser. Hat halt eben uns alles hergestellt. Oh, die haben Dinos. Die haben Dinos dabei. Karnos. Können die was tragen? Nein, aber die könnte man als Kampftiere benutzen. Ist denn unser bester Sozialpädagoge? Mitsuya. Komm mal her. Wir müssen. Ich muss euch da mal ein bisschen was. Bisschen fragen. Das hört doch Karnos, oder? Ja, ihr seid Karnos. Ach, das erinnert mich an die alten Zeiten mit Ark. Und Mr. T. Das waren schon coole Zeiten. Ach du Heilige. Ich verkaufe euch diese Joints. Und ich verkaufe euch. Das ganze Gold könnte man eigentlich. Nein. Na gut, ich kann euch mit den Joints verkaufen. Na gut, kaufen wir erstmal ein. Kano. Wir haben den Kano. Den kann ich nicht mal auf. Den kann ich nicht mal auf Kampfskill? Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, immerhin, wir haben ein Lastentier. Ist doch auch schon mal was. Wenigstens etwas. Gerade eben Geld sind aus dem Fenster rausgeschmissen. Oh. Naja, gut. Aber ich würde sagen, aus Zeitmangel wird die Folge halt mal ein bisschen kürzer werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mal kurz auf den Kano suchen gehen, die wir haben. Ich würde ja das Thumbnail nehmen. Das ist Kano. Weißt du was? Ich nenne dir nochmal fix um. Einfach aus Gewohnheit. Wegen den alten Arc-Zeiten. Ich hab die Typen immer Mr. T genannt. So, Mr. T. Ja. Ein Thumbnail-Foto und ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.